Willkommen zurück hier im Versteck der bösen Lausbuben, meine Freunde. Und ich meine keine Schlingel, nein, ich meine die wirklichen Ganoven, die wir hier in Pokémon Kolosseum verfolgen und versuchen auszumerzen. Aber sie erweisen sich als doch ein wenig trickier als gedacht. Die Trainer sind tatsächlich relativ stark, aber hey, ich werde noch gegen dich kämpfen. Du musst einen Kittel tragen, das Vorschrift. Ich habe ihn noch nie gesehen, ich sei die Eindringlinge. Ja, irgendwie fragt jeder dasselbe hier, ne? Warte mal, sehe ich etwa nicht aus wie ein, sehe ich nicht aus wie ein Professorbruder? Warte mal. Und wie ist es jetzt? Sehe ich jetzt aus wie ein Professor? Oh shit, da droppen sie wieder. Da droppen sie wieder. Die Pokémon des Todes. Okay, Explosion wird von Bonsai resisted. Donnerblitz wird von Score immunisiert. Hat Elektroball Statik? Will ich's ausprobieren? Scheiß drauf. Ich muss das Ding. Er geht auf Finale. Oh mein Gott. Du Arschloch, Alter. Du Arschloch, Alter. Du Pimmelberger, ey. Verpiss dich. Crit auf Magno. Bruder, du hast gerade dein. Yo, okay, die beiden Attacken gehen instant auf die nächsten Pokémon, oder? Hast du noch weitere? Du musst einen anderen Pokémon einsetzen, oder? Und die kriegen jetzt instant den Move ab. Magneton. Jetzt kommt der Schlitzer! Robustheit ist weg! Butz! Und jetzt noch ein Steinhagel. Nice. Und jetzt habe ich die nächste Runde mit Fußkick und so. Kann ich da richtig schön reinballern. Okay. Ja, GG, Alter. Finte. Ach komm, wir probieren mal, um zu gucken, wie viel Damage das macht. Und den Fußkick natürlich, der sehr effektiv ist. Naja, der macht gar nichts. Macht noch weniger. Oh nein. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, Donner. Ein Stab-Donner von einem Magneton. Holy shit. Hätten wir vielleicht nicht überlebt. Wobei, 106 KP. Aber Donner speziell, nicht physisch. Ah, schwierig, Leute. Schwierig. Ihr seht, also brandgefährlich, jeder einzelne Trainer hier. Ich will gar nicht wissen, was die. Ne, was die anderen Boys hier so am Start haben, ey. So, ich heile mal meine Buddies. Weil ich habe echt keinen Bock, irgendein Pokémon hier zu verlieren. Okay, wir gehen weiter. Du bist also Sefi. Man hört, du bist der Störfaktor in unserem Projekt. Bruder, verpiss dich. Daroli. Forscher Daroli. Der will mir wohl Daroli bieten, bevor ich mir den Schlüssel abhole. Keine Ahnung, was die sich überlegt haben bei diesem Namen, Alter. Elektroball schon wieder mit Finale und so ein Kram. Okay, weißt du was? Dann gehe ich diesmal nicht für den Steinhagel, sondern instant für den Fußkick. Giftstachel auf Elektroball und Fußkick auf Magnetilo. Er geht für den Donner. Oh je. Und natürlich instant die Para. Natürlich instant die Para. Kann ich bitte outspeeden? Poison? Nope. Oh nein, und er trifft. Oh, er geht daneben. Der droppt die Donners, Alter. Das ist sehr effektiv und das hat gar keinen Damage gerade gemacht. Was ist mit euch los, Alter? Ich brauche eine Bodenattacke. Ich brauche so dringend eine fucking Bodenattacke mit dem Ding. Ich gehe jetzt. Ich google jetzt, wann das Teil eine fucking Bodenattacke lernt. Skorglar. Bam. Dritte Generation. Wow. Es lernt keine Bodenattacken. Die einzige Bodenattacke, die es per Level up erlernt, ist Sandwirbel. Wow. I am impressed. Gibt's fucking Erdbeben in Kolosseum? Gibt es Erdbeben im Kolosseum?
Sorry, Leute, ich will das ganz kurz nachgucken, weil... No fucking way. No fucking way. So. Außerdem gibt es Erdbeben als TM. Diese kannst du im Krypto-Pokémon-Labor in einer Itemkiste im letzten Raum finden. In diesem Labor, wo wir gerade jetzt sind, gibt es Erdbeben. Und zwar im letzten Raum. Und ratet mal, wann ich das Erdbeben nicht mehr brauchen werde. Im letzten Raum! Ich kann nichts da rein switchen, Alter. Zweimal Donner? Zweimal einen Donner kassieren, Bruder. Und vielleicht noch ein Finale. Es wird irgendwas sterben, Alter. Okay, Roxy tankt aber relativ chillig. Don Para! Ich wusste es! Warum? Zweimal Para, zweimal Donner getroffen, zweimal Para, Alter. Wie zum Teufel? Habt ihr schon mal ein paralysiertes Elektroball gesehen? Alter, wie viel hält dieses Ding aus, Mann? Und er trifft beide fucking Donner. Und er krittet mich. Und er krittet mich. Holy shit, Alter. Ich weiß nicht, was ich tun oder machen soll. Psychoattacken werden von Stahl resistet, ne? In dieser Gen. Oh mein Gott, okay. Und der Crit reicht einfach nicht aus. Und er trifft den Donner. Und er crittet wieder! Hör auf! Du... Zweimal Donner getroffen, zweimal Para. Von Elektroball. Zweimal Donner getroffen von Magnetilo, zweimal Crit. This guy needs to fucking stop, Alter. So, Psystrahl, das muss bitte reichen. Das muss reichen, Alter. Crit, okay, dankeschön. Oh shit, war's Core schneller als Magnetilo? Oh mein Gott, er hat noch einen Magneton. Oh mein Gott, er hat noch einen Magneton. Holy shit, er hat noch einen Magneton. Oh mein Gott, er hat noch einen Magneton. Ja, gut. Ja, ich muss ein Heal-Item einsetzen. An was anderes kann ich nicht machen. Das werde ich aber mit Score machen und mit Dingens werde ich angreifen, obwohl es resisted wird. Ich weiß, es wird resisted und so. Es macht keinen Sinn, aber... Okay, ich brauche ein bisschen mehr. Warte mal, wie viel füllt? Ein Supertrank füllt, glaube ich, 50 auf, ne? Ja, nee, das reicht nicht. Wenn er mich crittet, dann bin ich einfach tot. Ich muss einen Top-Trank einsetzen. Ja. Zu 100%. Psystrahl. Ich gehe keine Risiken ein, Leute. Ohne Angel kann ich nichts tun. Da kommt der Donner. Trifft natürlich instant. Para? Nope, keine Para diesmal. Wow. Okay. Ja, das muss reichen. Diese 50 Damage müssen reichen und sonst hoffe ich, dass Score outspeedet. Es reicht nicht. Es war wieder eine Min-Roll des Todes, aber Score zum Glück outspeedet der Junge. Und krittet das scheiß Magneton tot, Alter. Weißt du, hätte ich Erdbeben.
hätte ich Erdbeben, könnte ich mit Score einfach auf Erdbeben klicken und ich würde alles vierfach effektiv treffen. Magneton, Magnetilo, alle diese Pokémon. Vierfach effektiv. Aber ne, juckt den Jungen nicht. Du störst hier, verpiss dich, mein Junge. Verpiss dich. Wow, diese Kämpfe haben es ein bisschen in sich, ne? Die Krypto-Pokémon, deren Herzen wir versiegelt haben, sind schon lange weg. Ja, aber der Schlüssel ist noch nicht lange weg. My boy. Den UG-Schlüssel. Underground. Okay. Hier haben wir keine Kiste gefunden. Das bedeutet, das war nicht der letzte Raum. Okay. Rechts oben war das Ding, wo man nur von der anderen Seite wieder rauskommt. Und wenn man nach unten geht, da war der UG-Schlüssel. Da brauchen wir den UG-Schlüssel. Aber bevor wir das tun, gehe ich heilen. Ich habe zwei Pokémon, die sind richtig low on health. Sind paralysiert. Und das sind sogar noch... Einer davon ist sogar noch ein Lead. Von daher... So, vielleicht bräuchte ich Keifel hier an der Stelle. How about Keifel, Alter? Aber jetzt mal ernsthaft, weil alleine wegen der Bodenresistenz. Wegen der Elektroimmunität, meine ich. Ich bin mir echt am überlegen, ob ich Mantax. Ja, Mantax kann ich hier einfach praktisch gar nicht gebrauchen, Alter. To be honest. Es tut mir leid, Mantax, ich weiß, du bist Boss. Ich weiß, du bist ein richtiger G. Und Keifel hat keine einzige Attacke, die er kann. Aber es geht alleine um die Immunität. Ja. Bin mir nicht sicher, ob der Damage-Output dann zu low ist. Wisst ihr was, ich lasse mal Mogelbaum an der Stelle, hab aber Keifel in der Hinterhand. Falls die eine Elektroattacke da drauf droppen wollen, Alter. Okay, warte mal, ich hab noch gar nicht das gemacht, was ich wollte. Nämlich meine Pokémon heilen. Okay. Hoppala. Ich glaube, Mogelbaum muss ich noch heilen, oder? Ja. So. Okay. Alle geheilt außer Angel, obwohl Angel ja auch wieder 100% Health hat wegen dem Trank. Oh, oder nicht? Ha! Stimmt, da war ja noch was, ne? Da war ja noch ein Donner. Ey, krass, wie er einfach einen von irgendwie 5 oder 6 Donnern verfehlt hat, ne? Zwei davon haben gekrittet. Zwei davon haben geparat. Wisst ihr, wie viel Prozent Chance es hat? 10% Chance hat Donner, um zu paran. Okay. Zweimal nacheinander. Gekrittet, zweimal nacheinander geparat. Und immer getroffen, außer ein einziges Mal. Die Hacks in diesem Spiel sind so übertrieben für die NPC-Seite. Das merkt man heftig, Alter. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich habe das Gefühl, das Spiel will mich einfach bestrafen at this point. Okay, Right, genau, hier waren wir. Hier haben wir den Typen herausgefordert. Und hier ist dann der UG-Schlüssel. Ja, genau. Ihr benötigt den UG-Schlüssel. Bam. Kommt durch. Coming through, boy. Oh, shit. Ihr dürft hier nicht reinkommen. Wo zum Fick kommst du eigentlich her? Hast du da an der Decke geklebt die ganze Zeit jetzt, oder? Oder? Oh, jetzt droppen sie die Hunduster und die Wasser-Pokémon. Okay. Jetzt, wo ich mein Wasser-Pokémon abgelegt habe, droppst du das Feuer-Pokémon und das Wasser-Pokémon. Okay, weißt du was? Ich double einfach mal dieses blöde Carnivar.
und hoffe einfach des Todes, dass es reichen wird jetzt. Weil ich kann nicht wirklich was rein. Holy shit! Das war Damage. Das war guter Damage und das war nicht mal ein Crit, oder? Ja, wobei, 38 ist das Level, ne? Planas, okay. Ja, kann man machen. So, Biss kommt durch. Stab, Unlicht, speziell, macht aber nicht so viel Damage. Ist okay. Bam, töten bitte. Crit. Das Ding ist tot. Alter, Hunduster, wie gerne hätte ich einen Hunduster. Gib mir bitte Hundemon, Alter. Wehrt die Attacke ab. Nice. GG. Oh, sie hat noch ein Pokémon. Okay, schade. Ansonsten hätte ich jetzt relativ safe. Oh, das Kramox ist ein... Wow, das Kramox ist ein Krypto. Genau das, was ich mit dem Steinhagel relativ chillig rausnehmen hätte können. Okay, warte mal. Giftstachel ist Stab. Sehr effektiv, ne? Fußkick dürfte sehr effektiv auf Planas sein. Dann können wir das so two-shotten. Alter, Nachtnebel Kramurx. Finte. Oh, Crit. Bitte einmal töten jetzt bitte. Fußkick. Bam. Ja. Please and thank you, my boy. Und jetzt geht's dem Kramurx an den Kragen. Ich geh mal auf den Schlitzer. Und raus gehe ich mal zu Keifel, weil warum nicht? Keifel tankt ein bisschen was. Keifel kann sich gleich noch ein bisschen befreien, wenn ich's rein switche. Boah, das Keifel wirkt gar nicht, ne? Die Leiste macht gar nichts, Alter. So, jetzt ist die Frage, werde ich critten? Ja, das spielt keine Rolle, weil ich nicht drin bleiben werde. Werde ich einen Kryptoschlag mit Keifel droppen? Was hast du für einen Angriffsstat? 96? Das ist mehr als Korgro hat, ne? Und das war kein Stab-Schlitzer. Das könnte demnach knapp werden. Ich werfe einfach besser mal einen Ball. Aber ein super Ball. Wer weiß, vielleicht bleibt der Junge drin. Vielleicht haben wir Glück. Kannst du mal probieren. Come on, Kramurx. Du wirst ein cooles Kramchef. Aber erst in der vierten Generation. No. Come on. Don't do this to me. Don't do this to me, boy. So, Roxy kommt rein. Erstmal den Nachtnebel tanken. Boom. Okay, ich gehe für den Biss, weil Biss wird resisted. Und Roxy hat nicht so einen krassen Spätz-Attack. So, vielleicht bleibt er aber auch beim Superball drin, dann muss ich es gar nicht riskieren, aber mal gucken. Das Kramurx wäre cool. Jawoll, ja! Wieder ein Pokémon mehr. Nice. Für dein Alter gehst du ganz schön zur Sache. Ja, Sis, das höre ich von vielen. Das höre ich von vielen Frauen. Mein Team ist pretty much fucked up wieder, ne? Ey, das ist so dumm. Okay, ich muss irgendwie... Ich muss anscheinend ein paar Supertränke oder sowas kaufen, weil das kann so nicht weitergehen, ey. Ich kann nicht jedes Mal zurückgehen und mich am PC und so heilen. Das macht keinen Sinn, ey. Okay.
Hier liegt wieder was am Boden. Hier liegt überall was am Boden. DNS-Probe. Oh. Hier ist nichts mehr, außer diesem Typen. Will ich den bekämpfen? Seit ich hier arbeite, kümmere ich mich um Pokémon gekümmert. Wollt ihr auch um Pokémon? Ja. Habt schon alle abtransportiert, Mann. Sorry. Okay, der Junge scheint ein netter Boy zu sein. Der wollte uns sogar ein Pokémon schenken. Oh, goddammit. Goddammit. Warum kannst du Snitch nicht einfach Mara? Ich habe mich gefragt, soll ich in diesen Raum oder in diesen Raum? Denn genau dann kamen die Boys. Okay, Forstelka. Ja, Forstelka kann auch explodieren. Haben wir schon alles gesehen? Wie gerne hätte ich einen Hunduster. Irgendwie ein Feuer-Pokémon, Alter. Das wird mein... Oh nein. Forstelka ist das Krypto-Pokémon. Oh, wow. Alright. Explodiert das Ding in my face? Wird es Forstelka gleich Finale einsetzen? So, der Flügelschlag kommt. Der juckt mich aber nicht. Oh, er kann noch gar kein Finale, weil er nur Kryptoschlag kann, oder wie? Okay, Mann. So, der Steinhagel trifft neutral, weil das Ding ist Käferstahl. Und ich würde sagen, das Zubat. Goodbye, my boy. Goodbye. Bruder, das hat gar nichts gemacht. Holy shit. Okay, wer ist der Nächste? Pupita! Yo! Ey, ein Erdbeben wäre so sick. Ein Erdbeben wäre so sick. Ja, der resistet halt alles, ne? Okay, ich probier's nochmal mit dem Steinhagel. Alter, ich mach gar keinen Damage. Ich mach null Damage. Ich mach den Dings einfach gar keinen Damage. Das wird von beiden, ein trifft's neutral, der andere resistet es. Oh, Crit, okay. Okay, okay, okay. Ich switche mal zum Keifelboy. Und hier gehe ich nochmal für den Steinhagel. Damit es in den roten Bereich kommt und dann passt es, glaube ich. Oh, wobei, wenn es sich noch ein paar Mal selbst verletzt, Alter, und ich nochmal einen Crit lande, dann könnte es gleich gewesen sein, Alter. Spätzef. Oh, Verteidigung, okay. Das Ding muss ich jetzt fangen, Alter. So, mit Keifel schmeiße ich den Ball. Der Hyperball sollte das Ding klären. Und der Fußkick geht raus an Pupita, Alter. Was willst du von mir? So, come on, Forstelka, das wäre super, wenn du jetzt einfach drin bleibst und keine Mets hier machst. Jawoll! Wablu, Alter. Holy shit. Oh, Schaufler. Okay. Jetzt weiß ich, wieso du meinen Death-Wert sinken willst. Ja. Mit Keifel gehen wir mal auf einen fetten Kryptoschlag. Und Bonsai wird instant rausgeswitcht zu Skorr. Ich weiß, Skorr ist an der Stelle ziemlich low, aber wir immunisieren die Bodenattacken. Keifel outspeedet, okay.
Ha! So, dann greife ich mal mit beiden meiner Pokémon greife ich mal das Pupita an. Und das dürfte dann aber auch reichen. Ah, die Finte macht nichts, Alter. Finte macht einfach gar nichts. Aber der Kryptoschlag, definitiv. Boom! Dankeschön. So ein Steinhagel von Pupita wäre nämlich jetzt ekelhaft gewesen, Freunde. Oh, Bodycheck, bitte nicht auf Score. Okay. Alright. Alter, die Fliege, Mann! Mach mal eine Fliege! Ich hol gleich mein Foltergerät, Bruder. So, Wablu sollte relativ easy sterben jetzt, ne? So, Dankeschön. Alright, meine Freunde, aber ich würde sagen, das war's wieder für die Folge. Wir haben wieder 26 Minuten am Start. Wow. Also diese Kämpfe verlangen mir gerade einiges ab, so. Das sind Rüpel. Aber irgendwie sind die auch fucking strong. Ah, okay, das ist ein Anemas Stockwerk. Okay. Aber hier sehen wir auch kein Item, ne? Tja. Ob wir das Erdbeben noch finden werden und ob alle Pokémon von uns überleben werden, das seht ihr im nächsten Part. Haut rein und tschüss.